seit 18 Jahren gibt es Ortung in der Stadt Schwabach und sie hat sich inzwischen hier wirklich als ein großes Highlight etabliert. Das liegt vor allem daran, dass Ortung eine gute Verbindung eingeht zwischen einem sehr interessanten Stadtspaziergang zu Orten, an die man sonst vielleicht nicht unbedingt gelangt, mit Kunstwerken, die wirklich inzwischen von hoher Qualität sind und diesen Orten ihren Stempel aufdrücken. Ich bin ein amerikanischer Soldat. World Peace and Understanding. Hier sind wir in der alten Synagoge, in der ehemaligen Synagoge. Diesen Ort hat sich Christiane Töwe ausgesucht aus Bamberg, die hier ihre Whispering Buttles angebracht hat. Diese Whispering Buttles, die interagieren mit dem Publikum, was auch dazu geführt hat, dass Christiane Töwe letztlich den Publikumspreis gewonnen hat, denn diese Arbeit kam besonders gut an. Ja, dann kommen wir zum Werk im Keller Pinzenberg von der Ursula Kreutz aus Fürth. Eine Arbeit, die heißt Fiat Lux Trinitas. Es gibt ja in der Bibel dieses Wort, es werde Licht und es ward Licht. Und das beschreibt sehr schön die Situation, wenn man in diesen Keller, diesen dunklen, kalten Keller hinuntersteigt. Das Werk von Lothar Seruset heißt Jerusalem in der Spitalkirche. Eine sehr vielschichtige Arbeit, sehr inhaltsreiche Arbeit, die sich mit den Religionen auseinandersetzt. Wichtig ist so diese Kreisform. Es sind ja viele Figuren. Alle laufen in eine Richtung, bis auf einen, der schert aus und ist eben andersrum gewandt. Also wirklich eine Arbeit, die sehr, sehr zum Nachdenken auch anregt und zum sich darüber unterhalten. Das Tor von Anja Kalam aus München ist ja die Preisträgerarbeit. Das Tor ist aus Cortenstahl, steht auf einer kleinen Insel in der Schwabach und hat auf beiden Seiten zwei einzelne Worte, nämlich einmal das Wort Pass, zum anderen das Wort Port, zusammen natürlich Passport, der Reisepass. Und es geht Frau Kalam da vor allem eben auch darum zu zeigen, was ist denn eventuell sogar wertvoller als Gold, es ist die Freiheit. Das Halo-Kunstwerk ist eine interaktive Arbeit des Halo-Teams. Be a Saint for a Second, also sei ein Heiliger für eine Sekunde, ist eine zum Teil witzige, zum Teil aber auch wirklich überraschende Arbeit im Stadtraum an 5 Stationen innerhalb der Innenstadt. Ja, hier in der alten Melzerei, einer unserer schönsten Orte bei Ortung, den wir irgendwann auch wahrscheinlich nicht mehr haben werden, sind gleich 3 Künstler situiert. Zum einen Steven Balen aus Gent in Belgien, der hier eine Wandarbeit gemacht hat mit schwarzer Kreide. Ja, dann sehen wir hinten noch von Petra Krischke einen Teil ihrer Arbeit, Surreales Licht. Petra Krischke hat sich 3 Orte ausgewählt bei Ortung 10, nämlich eben die alte Melzerei, dann noch die Schwabach selbst, da liegt ein vergoldeter Stein, und einen Teil auf dem Dachboden bei Kehrbach, wo auch das Licht eingesammelt wird und über die Kanalisation letztlich in die Schwabach geleitet wird. Und die dritte im Bunde in der alten Melzerei ist Susanne Ruhoff aus Berlin. Ihr Rieselgold hat sich auch wirklich ganz hohen Zuspruchs beim Publikum erfreut. Und genau aus diesen Schächten, wo jetzt auch die Ähren herunterkommen, ist früher auch das Getreide heruntergerieselt. Ganz zuletzt noch Petra Hamacher. Und was Frau Hamacher uns hier zeigt, das ist, dass wir manchmal ja so viele Dinge anbeten, dass wir so viele Dinge wertvoll schätzen, aber dass es letztlich eben auch, dass auch die Kleinigkeiten sind, die auch hervorgehoben werden sollten und zum Beispiel ja eben auch in dem Fall Insekten, Getier, wie man sagen würde, im Stile der Ikonenmalerei ganz akribisch und mit sehr viel handwerklicher Kunst hier dargestellt werden. Diesmal hatten wir 9.518 Besucherinnen und Besucher in diesen 2 Wochen. Das ist eine enorme Summe.
Denn diese Menschen kommen wirklich alle wegen der Kunst und wegen der schönen Stadt Schwabach hierher.